Hallo allerseits. Sonntag, der. Wie viel haben wir denn heute? Problem? Ja. Der, wie viel ist heute? 30? Ja, 30. Also Sonntag, der 30. Morgen ist der Monat leer. Wo sie recht hat, hat sie recht. Wir waren noch im Flohmarkt. Jetzt habe ich ja schon länger danach geguckt. Nach einem schönen Bierhumpeln. Ja. Mit Deckel. 2,50 Euro. Was? 2,50 Euro. Du warst doch dabei. Das wollte er haben. 3 Euro. Ich habe gesagt 2 Euro. Dann hat er gesagt, okay, 2,50. Das heißt, sie sind ein Gauner. Wie hat er geguckt? Ja, das können die Leute nicht sehen. Du stehst hinter der Kamera. Ja, das ist doch besser so. Erschrocken hast du gesagt, ne? So. Jetzt hatte ich mir aus unserem Urlaub noch eine Flasche Störtebäckers Atlantic Ale gekauft. Ich habe auch noch ein Kellerbier. Das trinke ich aber nicht heute. Und der geneigte Biertrinker hat eine Brybar im Pixie Design. Ja, alles klar. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist mein Gentleman's EDC. Ach, was hier steht, das ist ein Thermomix. Also nicht irritiert, Gogo, gell? Oder er macht es mit dem Schweizer auf. Jetzt muss ich allerdings sagen, ich habe mit dem hier noch nie eine Flasche aufgemacht. Also. Störtebäckers Atlantic Ale. Wollen wir mal gucken. Funktioniert. Heute war übrigens verkaufsoffener Sonntag in Koblenz. Da waren wir gerade eben beim Ikea. Ja, ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ätzend. Ätzend? Ätzend. Ja. Heute war richtig die Elite von Koblenz unterwegs. So, Vorschaubild. Ja. Oder noch eins, warte mal. Machen wir so. Was sagtest du, was sind da drauf? Das müsste Hopfen und Malz sein, Schatz. Hopfen und Malz. Guter Hals. Also, ja. Störtebäckers Atlantic Ale mit, was haben wir denn da? Aus der Hansestadt Stralsund. 5,1%. Was haben wir hier? Münchner Distilling Pilsener und Weizenmalz sorgen für strohgelbe Farbe und den schlanken Körper. Frau Brehm und McDonald's sorgen bei mir für meinen schlanken Körper. Also. Oh. Klasse. EDC-mäßig heute wieder hier mit unterwegs. So. Mein Benchmade Cryptillion, dem großen. Ich liebe das Messer. Ich sage euch was. Ich habe einen relativ nervösen Magen. Jetzt war mir vorhin komme ich jetzt auch drauf, warum ich das sage. Einen relativ nervösen Magen. Ich kann nicht alles trinken. Ja, also zum Beispiel bei Glühwein kommt es drauf an, wie viel Säure drin ist. Jetzt haben wir vorhin beim Ikea in Koblenz und die hatten im Ikea unten in der Markthalle, wenn man von der Markthalle Richtung Richtung Kassen geht, hatten die einen kleinen Stand aufgebaut. Da gab es selbstgemachte Plätzchen. Zimtplätzchen, lieb ich. Und Glühwein. Sagt sie, wollte ich einen Glühwein? Ich sag, also hier so ein kleines Gläschen, so Fingerhut. Oh, klar, mal gucken. Ne? Und hab's getrunken und sofort gemerkt, das geht nicht gut. Nicht, dass ich direkt Sodbrennen bekommen hätte, aber ich habe sofort gemerkt, das geht nicht gut. Lass es besser. Und
Hab's dann gelassen. Und bei dem Bier kann ich euch sagen, keine Probleme. Hervorragend. Mmh. Sehr geil. Jetzt muss ich zusehen, wo ich das Bier herkriege. Also das, ihr kennt wahrscheinlich das andere Bier, was ich vorgestellt habe, draußen vor unserem Ferienhaus. Das war schon geil. Jetzt habe ich aber noch das Kellerbier. Das trinke ich heute nicht. Das mache ich ein anderes Mal. Vielleicht nächstes Wochenende oder so. Stürmisch frisch herb. Also allein hier die... das Etikett hat so viel Klasse. Das Bier ist der Hammer. Oben wird gebabbelt, ihr hört's. Und... Also ich finde es gut. Jetzt muss ich zugucken, wo ich das herkriege, um das ab und zu mal trinken zu können. Kann ich nicht immer direkt nach Norddeutschland fahren, um mir das Bier zu holen. Oder vielleicht findet ja die Firma Störtebeker Bier. Störtebeker Braumanufaktur GmbH Hansestadt Stralsund. Haltbar bis 25.04.17. Steht hier unten. Ja? So lang wird es aber bei mir nicht halten. Ne? Weil hier herrscht nämlich das AHD, das Arthur-Haltbarkeitsdatum, und es ist schnell weg. Also vor allen Dingen bei dem Geschmack geil. Wenn ihr es kriegt, holt es euch. Ich kann es empfehlen. So, das war's jetzt aber. Tschüss, mein Dude, schwenkt du. Tschüss, hör ab und schwenkt dick ab.